Mein Name ist Roswitha Knieling. Wir sind hier heute in Jever im Freibad. Hier findet das dritte Mal das Hundeschwimmen statt. Die Stadt Jever genehmigt uns, dass wir nach der Beendigung der Saison hier im Freibad mit unseren Hunden schwimmen gehen dürfen. Wie Sie sehen, schüttet es im Augenblick, aber wir sind ja hier, weil wir sowieso nass werden. Von daher ist es nicht das Problem. Wir hoffen, dass wir heute eine rege Beteiligung haben, so wie im letzten Jahr. Da war es also richtig, richtig toll. Und gucken einfach mal, wer heute so kommt. Ich begebe mich gleich ins Wasser, einfach um jemanden im Wasser zu haben, der aufpasst, dass also nichts passiert, dass sich die Hunde nicht in die Haare kriegen oder ins Fell. Und dann werden wir mal schauen, wer dann heute hier alles noch so auftaucht. Ich hoffe, dass ganz viele kommen und ich danke auch meinen ganzen Freunden, die mir helfen, diese ganze Geschichte zu organisieren, denn alleine würde ich sowieso nicht hinkriegen. Ich habe meinen Mann dabei und sehr viele gute Freunde. Unsere beiden Hunde sind Beagle, sie sind beide schon 11 und 14, das heißt, Schwimmen ist nicht mehr so ihrs. Aber deswegen machen wir trotzdem weiter, weil wir wollen ja auch, dass alle anderen Freude daran haben. Wir nehmen hier Eintritt, das heißt 50 Cent pro Pfote. Weil wir gesagt haben, wir spenden alles, was hier eingenommen wird, heute dem Förderverein des Freibades, weil die brauchen jeden Cent, die brauchen auch Fördermitglieder. Also wenn noch jemand Zeit, Lust und Spaß an der Sache hat, im Freibad zu helfen, dann wäre sicher der Förderverein auch dankbar dafür, wenn sich jemand meldet und hier dann auch vor Ort mitmacht. Komm hier, Balu. Es kommt, ich muss nicht rein. Ja. Yep.